Hildegard von Bingen. Sie ist die Vorzeigerebellin des Mittelalters. Als Nonne und Ärztin in den Geschichtsbüchern bekannt. Aber wussten Sie eigentlich, dass sie die Kirche provoziert und über Sex schreibt? Im 11. Jahrhundert. Hildegard entstammt einem adligen Geschlecht. Zu dieser Zeit ist es üblich, jedes 10. Kind einer Familie ins Kloster zu geben. In dem Fall trifft es die gerade mal 8-Jährige. Sie wird von ihrer Familie zurückgelassen und kommt hinter Mauern. Ab da bestimmt der Tagesablauf des Klosters ihr Leben. Als Bett, Stroh. Das Leben im Kloster ist hart. Selbst Kinder beten und arbeiten von früh bis spät. Nachts rütteln die Schwestern sie wach. Denn die strengen Klosterregeln schreiben vor, preiset den Herrn und zwar 8-mal am Tag. Diese strengen Abläufe mag sie überhaupt nicht. Schon mit 18 übernimmt Hildegard von Bingen die Frauengemeinschaft im Kloster. Und natürlich möchte die Rebellin sofort alles ändern. Ihre Nonnen sollen mit offenen Haaren beten, sogar Blumenkränze tragen. Ein Affront. Der Klosterchef, ihr Abt, beobachtet das alles argwöhnisch. Frauen haben in dieser Zeit eigentlich keine Chance, etwas zu lernen. In dem Fall hat Hildegard Glück, dass sie in einem Kloster lebt. Dort kann sie lernen. Sie beschäftigt sich intensiv mit der Natur. Ingwer als Heilmittel. Für uns heute längst bekannt. Aber wer hat es entdeckt? Sie. Hildegard von Bingen schreibt auf, was sie im Klostergarten entdeckt. Auf dem iPad des Mittelalters sozusagen. Einer Wachstafel. Auf Latein, der Sprache der Wissenschaft im Mittelalter. Die Nonne erfindet eine mysteriöse Geheimschrift, die Lingua Ignota, die unbekannte Schrift. Mit ihr kommuniziert sie mit den Oberhäuptern befreundeter Klöster. Seit ihrer Kindheit behauptet Hildegard von Bingen, sie habe Visionen und würde Lichtgestalten sehen. Wissenschaftler heute glauben, sie habe schlicht unter Migräne gelitten und deshalb diese Dinge gesehen. Eine Frau aber, die im Mittelalter behauptet, Visionen zu haben, lebt gefährlich. Auch ihre Visionen werden kritisch beäugt. Jetzt legt sie erst richtig los. Sie predigt in der Öffentlichkeit. Für eine Frau im Mittelalter ein absolutes Wagnis und eine Seltenheit. Eine Rebellin eben. Demütig zu Fuß zu gehen, liegt ihr übrigens überhaupt nicht. Zu Recht, denn oft ist sie monatelang unterwegs, um ihre Lehren zu verbreiten. Pferd und Schiff sind ihre bevorzugten Transportmittel. Nicht umsonst wählt Ken Follett Hildegard von Bingen als Vorlage für eine Romanfigur. Sie liefert Stoff für Dramen, geht keinem Streit aus dem Weg, schon gar nicht mit ihrem Abt. Niemals bekommst du dieses Kloster. Das ist du nicht zu bestimmen. Niemals. Ich sorge für Recht und Ordnung. Doch, ich bekomme es. Erst ein Befehl aus Rom klärt den Streit. Der Abt lässt sie zähneknirschend ziehen. Doch Hildegard geht noch weiter auf Konfrontationskurs und fordert die wirtschaftliche Unabhängigkeit des eigenen Klosters. Stur wartet sie so lange, bis der Abt endlich nachgibt. In ihr neues Kloster hat aber nur die High Society Zutritt. Adelige Frauen. Denn die bringen Geld. Wichtig, da Hildegard von Bingen expandieren will. Auch aus heutiger Sicht eine clevere Geschäftsfrau. Und sie muss sich überall einmischen, sogar in Fragen der Politik und des Glaubens. Ihr ganzes Leben führt sie rege Briefwechsel. Sogar an den damaligen Kaiser Barbarossa schreibt sie wütende Briefe, weil der nicht nach ihrer Pfeife tanzen will. Schon zu Lebzeiten verehren sie die Menschen als Heilige. Ihr Kloster ist eine regelrechte Pilgerstätte. Sie suchen Rat in Fragen der Gesundheit und Hygiene. Die Rebellin mahnt zu häufigem Waschen und Zähneputzen. Und sie betätigt sich als eine Art Sexualtherapeutin. Als erste Frau überhaupt schreibt sie über den weiblichen Orgasmus. Woher dieses Wissen stammt? Einige Stimmen behaupten, dass unter den Nonnen durchaus mehr gelaufen ist als nur Freundschaft. Hildegard von Bingen ist seit über 830 Jahren tot. Aber erst im Jahr 2012 spricht sie der Papst offiziell heilig.